Der Fisch Nemo, der Plastik kotzt, Andrea Nahles auf dem sinkenden Schiff SPD oder der Fußballgott, der am großen Rad dreht und dabei die Zukunft des ersten FC Köln bestimmt. In der Domstadt haben sich die Wagenbauer wieder einiges für den Rosenmontagszug einfallen lassen. Wir haben ja in diesem Jahr das schöne Motto "Uns Sprach ist Heimat" und wir haben versucht, einen roten Faden durch den Zug zu spinnen, indem wir jedes Thema, was wir gespielt haben, immer mit einem kölschen Spruch verbunden haben. In diesem Jahr beschäftigen sich gleich mehrere Wagen mit Umweltthemen. Auch der Brexit wird aufs Korn genommen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird von den Gelbwesten vom Podest gestürzt. Ihm winkt die Guillotine. Beim Richtfest wird der Zug geweiht. Außerdem sind zahlreiche Ehrengäste geladen. Wir begehen jedes Jahr den Tag, der im Grunde bezeichnend dafür ist, dass wir mit dem Wagenbau fertig sind und dass jetzt im Grunde der Rosenmontagszug kommen kann. Wir bedanken uns dabei dann natürlich bei den Wagenbauern, die hier tolle Arbeit geleistet haben. Der Rosenmontag ist der Höhepunkt des Straßenkarnevals in Köln.